Ibn Kayim al jawziya Abu Abdullah Shams ad-Din Mohammed Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub war ein bekannter hanbalitischer Gelehrter der Mamlukenzeit, der sich mit Theologie, FIQH und Sophismus befasste. Er war 16 Jahre lang ein Schüler von Ibn Taimiyah und zählt zu den Personen, die von der sogenannten Salafiyah-Bewegung rezipiert wurden. Er schrieb einen bekannten Koran-Tafsir. Zu seinen Schülern zählten Ibn Kathir, al-Dahabi, Ibn Rajab, Ibn Abd al-Hadi und seine zwei Söhne Ibrahim in Sharaf et din Abdullah. Ibn al-Kahim äußerte sich oft und strikt gegen das blinde Befolgen der Rechtsschulen und kritisierte Schiiten. Das Vorgehen der islamischen Schultheologie lehnte er ab. Schriften. Akam Ahl al Dima, grundlegendes Werk indem er die Rechtsstellung der Demisen nach der Propheten Sunna und den Rechtsdirektiven der Nachfolgegenerationen gesammelt und nach der Hanbalitischen Lehre des Fiqh kommentiert hat. Ilem al muwekri in Anrab al-Alamin ein Handbuch speziell für den Mufti in drei Bänden über Usul al-Fiqh, das den Prinzipien Nibi in Taimiyas folgt. Madarigas Salik in ein Kommentar zu dem Sufi-schen Handbuch Manasil as sairen von Abdallah al-Ansari. Miftada as saada ada wa mans ur wilayat ah alim wa irada Sammlung von Betrachtungen über die wunderhafte Einrichtung der Natur durch Gott, über die Scharia, die Prophetie und das Bedürfnis der Menschen nach ihr, darlegungen zur Widerlegung der Astrologie. Ibn Kayims Ausführungen in diesem Werk über den Wert der natürlichen Ressourcen der Erde werden in der heutigen islamischen Umweltbewegung als Beleg dafür herangezogen. Dass es ein authentisches islamisches Umweltbewusstsein gibt. Et ibb anna bavi Abhandlung zur prophetischen Medizin bildet den vierten Teil des vorangehenden Werkes. Odat as Sabirin wadahirat as Sakirin, hier eine auszugsweise Übersetzung Sternchen Geduld und Dankbarkeit, Granada Verlag, Wuppertal 2012. Zad al al-Ibad, mehrbändiges Werk zur Rechtslehre. Belege. Die Chatti ausgabe da Al-Qutub al-Miyya, Beirut, 1980. VGL. Dazu im Isidin, The Environmental Dimensions of Islam, The Luttaworth Press, Cambridge, 2000, S. 25 27.